2.07 Uhr hier zu einem Tiefgaragenbrand alarmiert worden und haben in der Garage zwei Pkw vorgefunden, die gebrannt haben. Die Tiefgarage ist mit guten 100 Fahrzeugen belegt. Das ist eben so, dass es schon öfter hier zu Tiefgaragenbränden gekommen ist. Das mag damit in Zusammenhang stehen. Die Löscharbeiten gestalteten sich relativ einfach, weil wir direkt den Brandherd auffinden konnten. Es waren keine Personen in der Tiefgarage zu vermuten. Von daher hatten wir die Lage eigentlich sehr schnell im Griff. Die Lüftungsmaßnahmen, die jetzt laufen, sind aufwendiger. Ja, in der Tat war es so, dass hier die Tiefgarage keine Verbindung zu irgendwelchen Wohngebäuden hatte. Und das ist natürlich immer ein sehr glücklicher Umstand, auch für uns als Einsatzkräfte, weil dann die Lage deutlich übersichtlicher ist, da eben keine Personengefährdung in der Regel vorliegt. Wie viele Einsatzkräfte waren Sie hier vor Ort? Wir waren mit 45 Einsatzkräften vor Ort.